160 Pferde und 8 Kutschen waren bei der Pferdesegnung in Steiningen. Seit 1749 gibt es die Tradition in der Eifelgemeinde. Sie ist der alljährliche Höhepunkt der Osterkirmes und ein Muss für alle Pferdefreunde der Region. Manche kommen schon seit Jahrzehnten, um den Segen des heiligen Mauretius für ihre Tiere zu erbitten. Als Beweis für ihren Besuch in Steiningen nehmen sie eine Stallplakette mit. Wir kommen schon über 20 Jahre nach Steiningen. Es ist immer schön, die ganzen Pferdeleute hier zu treffen und man sieht sich einmal, ja, ist ein schöner Austritt. Ist schön organisiert, tolle Stimmung immer. Pfarrer Carsten Rupp segnete die Tiere in diesem Jahr vom Pferd aus. In den Jahren zuvor hatte er die Kutsche bevorzugt. In seiner Ansprache bezeichnete er die Pferdesegnung als Auftrag und mahnte an, mit den Tieren und der gesamten Schöpfung achtsam umzugehen. Die Parade durch das Dorf war bei strahlendem Wetter für die vielen hundert Zuschauer der Höhepunkt der Veranstaltung. Mensch und Tier putzten sich hierfür heraus. Sehen und gesehen werden, hieß hier das Motto.